Jones, where our neighbors a long time back. They live right down the road from us in a shack just like our shack. We worked in the fields together and we learned to count on each other. So, Sophie, hereinspaziert hier. Also dein Reich. Das ist mein kleines Reich und dann heute ist das dein Platz, ja? Ui, das schon was eigener hergestellt. Platz, das ist ja toll. Du hast einen eigenen Platz, da hast du einen Schaber. Moment. Den bindest du rum schön, damit du nicht deckert wirst. Du hast dann so einen Vollstecker, schau. Zeig ich dir, den fängst du da so wie jetzt ich da so hin. Das ist ja lässig. Nein, ja, vor allen Dingen, weißt du, das ist ja so, also nicht zum Hinterbüschen, sondern halt, wenn es da heiße Pfanne ist, dann bist du der Finger nicht verbrennt. Ach so, ja, das machst glaube ich eh du, mit der heißen Pfanne, sonst gibt's Unglück. Ja, das da so her, weißt du, dann hast du ihn so da, dann kannst du da so. Das ist wahnsinnig lässig. Gell, okay, das schaut gut aus. So, also jetzt, was machen wir jetzt, was hast du dabei? Ich hab dir mitgebracht, Fisch. Sehr gut. Das ist super gerne Fisch. Sehr gut, das ist ein schöner Saibling, ist das Saibling und Ränke, also richtige Seefische haben wir da. Ja, passt doch, oder? Passt doch, wunderbar, super. Und dann, ganz wichtig, Chili, weil ich bin ein riesen Scharf-Esser, ein riesen Chili-Fan. Ja? Ich esse manchmal einen Salat gut mit fast nur Chili, nur um den Geschmack auch zu haben. Und vor allem ist gut für Verdauung, aber Stoffwechsel und so weiter. Ja klar, ist das Beste, was macht glücklich. Glücklich habe ich mal gehört. Ja, ist irgendwie, setzt es an Schmerzrezeptoren an, ja, und dann setzt Endorphine frei. Mich macht das wirklich glücklich. Was Endorphine setzt es frei. Endorphine? Ja, Glückshormone. Mhm. Ich meine, das ist mit der Schokolade, hat man das. Nein, auch beim Schafen. Und ich esse nicht so gern süß, sondern lieber scharf. Aber bei Schokolade ist auch Endorphine, du weißt das ja anders. Aber das schmeckt mir besser. Das schmeckt also besser. Also weiter. Dann habe ich ein paar Kräuter mitgebracht. Aha, das ist immer gut. Kräuter ist immer. Schaust, was du was machst. Auch gesund. Machen die auch glücklich, die Dinge? Schon, das oder? Sehen wir dann. Das sehen wir. Okay. Ja, und dann ein bisschen Gemüse noch und ein bisschen Zwiebel. Zwiebel hast. Knoblauch, ja, Knoblauch auch ist immer gut. Knoblauch Zwiebel. Und Zwiebel macht auch glücklich. Macht auch. Also dann, haben wir heute richtig die Glücksküche mit dir. Ja, das sowieso. Macht alles glücklich, was du sagst. Fällt dir was ein dazu? Kartoffelgurken, da die sagen, machen wir Kartoffelsalat, oder? Ist ja nicht verkehrt. Fisch gegrillt, mit Kräuter gefüllt, oder? Ist das was? Aber die Chili musst du auch noch Chili verwerten. Chili ganz machen wir so. Ja, pass auf, dann machen wir so, da werden wir die Zwiebeln, die werden wir dann fein schneiden, dann machen wir so feine Eschalotten mit Kräuterbutter oder mit Butter und mit dem Chili angehen lassen. Und dann ein ganz bisschen Creme fraiche, das macht aber nicht dick, ein bisschen Creme fraiche, Kräuterbutter und viel gehackten Kräutern verrühren, weißt? Okay. Und das ist eine Garnitur, das ist eine richtig schöne, also mediterrane Garnitur über den Fisch drüber. Und dann, wenn wir in Bayern sind und du ja eine Bayerin bist, da bist du viel bayerisch, jetzt kannst du bayerisch. Ja, kann ich schon. Kannst schon, also gut. Dann machen wir mir einen gescheiten bayerischen Kartoffelgurkensalat dazu. Das ist für mich total Kindheitserinnerung, hat meine Omi immer gemacht. Ja, na schau her. Du bist ja aus einer, doch, also in Deutschland einer der bekanntesten, kommen schon fast an Künstlerfamilien raus, ne? Ich meine, euch kennt ja wirklich jeder. Naja, zumindest den Vater und den Onkel, gell? Vater und Onkel? Ja, du bist jetzt ja schon, hast ja schon einiges gemacht, so ist er nicht. Ja, man tut, was man kann, gell? Ja, klar, ich meine, jetzt hast du ja schon schöne. Wie ist euch das zum Beispiel mit dem Vater zu arbeiten? Weil normalerweise heißt es immer, wenn man mit dem Vater eine Lehre macht oder was, da stehen die wenigsten drauf. Also, man kommt lieber woanders stehen. Ich muss den Ring ausziehen. Das behindert mich, das Schmuckstück. Ist das bei dir? Ist das, Du, das hat sich das hat sich sehr verändert, weil am Anfang, als wir mit unserer Reihe angefangen haben, das heißt, wir machen ja zwei Filme im Jahr zusammen. Ja. War schon schwierig, weil du kommst halt aus dem Privaten, weißt du, und musst dann erstmal dich neu finden beruflich und musst da. Das ist schon was anderes. Ja, gell? Musst Kompetenzen neu abstecken, musst dir da irgendwie auf Augenhöhe begegnen. Und das war für uns beide am Anfang gar nicht so leicht. Mittlerweile haben wir uns aber zusammengerauft und macht super Spaß. Also, das sind diese zwei Projekte, die wir zusammen machen im Jahr. Ist immer so ein bisschen Herzensprojekt und Familienprojekt natürlich. Ein Herzensprojekt, aber ihr seid ja schon so, ihr habt dann den Respekt voneinander. Ja, muss man haben. Also das bin ich auch ganz froh, dass und das bringt das der Vater so hin auch, oder? Dass er da ja, manchmal muss man ein einbremsen, sagt Papi. Und sagt, oh, ich weiß. Ja, also weil er ist sich ja dessen bewusst und er will mich ja nicht, weiß ich nicht. Ja klar, logisch, der weiß ja das auch, dass das natürlich für die dann eine andere Situation ist. Ne? Naja, und vor allem, das geht nicht, wenn du mit dem Regisseur arbeitest und der sagt, alles ist gut, und dann kommt der Vater dahinter und sagt, ach, mach's vielleicht so, das wird ja nicht funktionieren. Nee, das ist schon klar. Aber du hast das nicht den Druck zum Beispiel, dass man jetzt sagt, so, also mein Vater und mein Onkel sind jetzt berühmte Schauspieler, jetzt muss ich auch ein berühmter Schauspieler werden. Also ich habe mir auch ein bisschen länger Zeit gelassen mit der Entscheidung, ob ich diesen Beruf mache. Ich habe davor was anderes gelernt, ich habe ja meinen Fernsehjournalismus gelernt. Und hab dann so neben dem Studium und so ein bisschen kleine Sachen gespielt. Und dann habe ich halt eine Ausbildung quasi hinten dran gehängt. Und seitdem fühlst du dich dann auch sicherer. Dann ist es, also wenn du weißt, was du tust, dann ist nicht der Name oder sonst was. Dann machst du halt deinen Job und den machst gern und den machst so gut, wie es halt geht. Und darum geht es ja nicht um Namen. Ja, nicht ja, um, klar. Nee, das finde ich schon, das ist schon toll. They sit out on the front porch in the evening when the sun went down. We
Billy would play and Lara would sing and the children would dance around. And I'd bring over my guitar and we'd play into the night. Du hast ja gesagt, ich lasse mal im Ganzen, oder? Ja, gerne. Und du, den, weißt du, wie man besser grillen kann, der man den einmal ein bisschen rautenförmig einschneiden. Ah, okay. Weil dann werde ich mit die Haut rösch auch, weißt, und er geht schneller durch. Das mache ich jetzt hier als nächstes so. Siehst du, das musst du merken, da haben wir viel Spaß und musst du den Salat mäßig ausschneiden. Jetzt schaut es ganz gut aus. Ja, schön schaut es aus. Okay. Sehr professionell. Fisch ist das Beste, was du machen kannst. Eiweiß ist gesund, verstehst du? Ich liebe auch Fisch. Ja, ja, hält fit. Ja, und das ist natürlich, und schmeckt natürlich toll, wenn man gescheit macht. Ja, ich finde auch immer so, je purer man das macht, also einfach Grillen und Kräuter, ist mir viel lieber, als wenn man dann irgendwie dicke Soßen oder irgendwie wahnsinnig paniert oder sonst, das mag ich gar nicht, immer so frisch und... Du hast ja einen Bezug jetzt zum Fischen, ja, oder? Ja, mein Papi ist ja, oder mein Onkel auch, aber vor allem mit meinem Papi war ich viel beim Fischen als Kind. Und das mochte ich immer sehr, weil wir dann, wenn wir was gefangen haben, das immer direkt am Fischwasser geräuchert haben. Hat also Papi so einen kleinen Räucherofen dabei. Ja, da habt ihr geräuchert gleich. Dann haben wir den geräuchert und dann so sehr, fast schon Cowboy-mäßig dann direkt am Wasser gegessen. Das ist doch schön, oder? Ja, super schön. War das also ein Familiending oder war das nur du und der Vater? Das war, manchmal war die Mami dabei, aber ich habe also in meiner Erinnerung mehr Papi und ich alleine. Das ist doch schön, oder? Ja, aber ich bin eher so ein bisschen, also ich meine Mami auch sehr lieb, aber ich bin eher ein bisschen Papi-Kind. Also du bist also ein Papi-Kind. Also ihr zwei versteht es echt gut, oder? Ja. Wir können uns auch wahnsinnig streiten, weil wir wahnsinnig stur beide sind und ein ähnliches Temperament haben, sagen wir mal so. Ja. Aber das ist immer wie so ein kurzes reinigendes Gewitter und dann eigentlich verstehen wir uns sehr, sehr gut. Aber sag mal so, du bist schon eher so ein Familienmensch. Also ihr habt schon eure Familientraditionen daheim, also, oder? Habt ihr so bestimmte Sachen, wo du sagst, so, das ist uns jetzt heilig, so bestimmte Rituale in der Familie? Ja, bei uns ist das mehr so, das ist vielleicht so um Weihnachten rum. Also zum Beispiel haben wir, da freue ich mich das ganze Jahr drauf, so das Gansessen am 25. Macht immer entweder der Papi oder der Onkel Elmer die Gans und dann machen sie zusammen die Soße und streiten sich dann darüber. Und das ist also so meine liebste Familientradition, die wir jetzt heute noch haben, weil klar, wir haben alle irgendwie viel zu tun. Das ist jetzt und was bei uns, aber das finde ich ganz schön eigentlich, wir haben das eigentlich, es basiert alles auf einer großen Freiwilligkeit. Also wir treffen uns gerne, aber nicht, weil wir sagen, das ist der Tag, wo wir uns im Jahr treffen, jetzt außer eben Weihnachten oder so. Und deswegen ist es eigentlich viel schöner, weil wir freuen uns dann immer, wenn man sagt, du, jetzt gehen wir halt heute mal alle zum Essen oder... Und habt ihr ein bisschen einen Konkurrenzkampf untereinander, so einen gesunden Konkurrenzkampf oder weniger? Nein, eigentlich nicht. Nicht so, oder? Nicht so sehr. Also meine Schwestern, die sind ja auch nicht in der Branche. Sind nicht in der Branche, oder? Nee. Und mit Papi habe ich jetzt keinen Konkurrenzkampf. Ich meine, das wäre auch ein bisschen lächerlich. Nee, also, ist ja klar. Und der Papi und der Bruder auch nicht, oder? Nee, also soweit wie ich das mitbekommen habe und wie die beiden das auch immer betonen, gar nicht. Also die freuen sich immer und wir können alle gönnen. I remember we'd hitch up the mules when Saturday rolled around. Sag mal, du bist jetzt eine Schauspielerin, ja? Aber meistens haben wir also diese Künstler, die haben meistens selber noch so mehrere Talente. Kannst du singen auch oder malen oder sowas? Ja. Jetzt. Nix. Also Schauspielern? Das war's. Da hat sich's völlig erschöpft. Und wenn du jetzt zum Beispiel jetzt einmal so einen Film singen musst, dann machst du das. Schwierig, oder? Ja. Aber da hast du also. Das will keiner hören, glaub mir. Will keiner hören, oder? Ja. Warte, der meint Melieren, ja? Mhm. Das ist der Herr. Melieren heißt die Mehl rein. Dann gibt es ein bisschen also eine leichte Kruste und einen besseren Geschmack. Verstehst du das? Den wir dann das so, verstehe ich schon. Den wir dann so her. So, möchtest du ihn nicht oder sind ich nicht? Na, du machst mal den großen und dann mache ich den kleinen. Also gut, also dann nehmen wir den großen, das ist er her. The years rolled past our land and took back what they'd given. And we all knew we'd have to move. If I was gonna make a living, so we are. Jetzt schauen wir mal den Deiner, ich glaube, den kann man schon umdrehen hier. Ui ja, der schaut ja toll aus. Ein kleiner, dann schauen wir so ein kleines bisschen auf Zeiten her. Also dann brauchen wir ein bisschen Zeit, damit wir. Langsam kriegen wir einen Hunger, es riecht so gut. Weißt du, anfängt alles zu weißt, gut zu riechen. Beim Fisch die Haut, wenn die knusprig ist, ja, das ist wunderschön und bekömmlich. Liebe. Was musst du das knusprig machen, weil sonst schmeckt es nicht. Mir schmeckt es auch sonst. Ja. Ich esse alles. Das passt auf, jetzt machen genau, wir hier. Weiter. Da geht es so also weiter. Jetzt haben wir mir hier ein bisschen Creme fraiche und eine Kräuterbutter. Also das ist die Creme fraiche, oder? Genau. So viel? Ja. Kannst du nicht machen. Mehr? Ja, dann ein bisschen was rein. Und dann müssen wir mir gehackte Kräuter drunter machen. Okay. Du hast ein bisschen Kräuterbutter, das ist ja selber gemacht, die Kräuterbutter. Oh, das ist ja toll. Da nimmst du auch, da. Nimmst die Hälfte ungefähr. Ja, die Hälfte. So. Gut.
Das lässt jetzt einmal durch. Geht das so einfach? Lässt sich das so rühren? Ja, muss halt einfach rühren. Nicht, langsam, nicht so fest, dann fliegt es da raus. So, das lässt jetzt. Und jetzt kommen halt dann da gehackte Kräuter rein. Hans-Peter, okay. Kannst du uns ein bisschen Schnittlauch geben und ein bisschen Petersilie? Weißt du, weil die sind ein bisschen neutraler vom Geschmack her. Mhm. Und du nimmst das dann her, was machst du jetzt haben? Kannst du ein bisschen von dem Lippstöppel vielleicht ein bisschen was hacken? Weißt du? Oder ja, fein zusammenschneiden, okay. Ja? Jetzt kannst du schon probieren. Jetzt geben wir noch die Kräuter rein. Mmh. Schon scharf, gell? Super. Mmh. Sophie, was machst du eigentlich so in der Freizeit, wenn du frei hast? Ich verbringe eigentlich gerne bei was auch immer Zeit mit Freunden. Also ob du jetzt im Sommer im Biergarten sitzt oder also zum See baden gehst oder im Winter Skifahren gehst. Mal feiern also. Ja, das auch. Das muss ja auch sein. Das muss ja auch gefeiert werden. Ja, das klar, muss ja gelebt ja. werden, verstehst du? Nee, das stimmt, du hast recht. Du, da habe ich neulich einmal in der Zeitung gelesen, da gibt es ja in München einen ganz sensationellen Club. Und zwar, der heißt Harry Klein, ja? Ja. Warst du schon mal? Ich war da schon einmal. Freunde von mir gehen da häufiger hin. Ist doch irgendwie lustig, oder? Ja, ich habe mich auch immer gefragt, ob das irgendwie, also quasi eine kleine Hommage an, also an die Rolle war. Und anscheinend tatsächlich, weil ich bin neulich mit einem Taxifahrer gefahren, ja. Der dann auch irgendwie also vom Namensschild an der Klingel eben darauf zu sprechen kam und meinte, er kennt den Besitzer und das hat er tatsächlich, also quasi nach der Derek-Rolle von Papi, ja. Finde ich auch witzig. Ist leider nicht so 100% mein Laden, aber ab und zu ist lustig. Aber witzig ist auf alle Fälle, witzig ist auf jeden Fall. Also normalerweise müsstest du ja da Freigetränke kriegen da drin. Das sollte ich vielleicht einmal anregen. Das ist eine gute Idee. So we all moved off. So, was machen wir jetzt hier Spannendes mit dem? Also, pass auf, jetzt machen wir mir Kartoffelsalat. Also jetzt tue ich dir mal die Gurken da rein. Jetzt pass auf, die Gurken rein. So, du nimmst da die Kartoffeln da. Ah, die sind schon fertig. Die sind jetzt schon gekocht, die hat er schon abgeschüttet. Jetzt kriegst du eine Kartoffelhalfe hier. Da nimm. Und jetzt drückst du dann deine. Spannendes? Die einfach drückst drücken. Erst, ja, vielleicht deine drücken. Ach so. Ja, drückst drauf. Oben, da geht er so. Ach so. Genau, so eine. Schau, dass du schöne Scheiben kriegst. Also, keine Püree. Ach so. Schöne Scheiben dann kriegst. Dann muss man das dann so. Drauf. Zeig's mal. So. Vorsichtig abdrucken. Siehst du ja, das? Ja, jetzt seh ich's. Okay, also nicht der Batzen, schade. sondern Batzen. Nein, nicht Batzen. Kochen mit Händen, so weißt du, so Teig kneten, finde ich super. Nimm mal noch ein bisschen. Machst du auch Knoblauch noch mehr? Ja, ist eh wurscht. Ja. Knoblauchöl. Das ist auch schon wurscht. Ja, das ist eh schon gleich. So. So, und dann Salz und Pfeffer. Vorsichtig halt, das können wir dann noch nachwürzen. Mhm. So, das lassen wir jetzt aufkochen dahinter. Und das kommt dann. Über den Kartoffelsalat drüber? Ja, der nicht so schön wird. Ich bin, glaube ich, der untalentierteste Mensch an der Kartoffelhafe. Ja, das geht schon. Jetzt aber drauf. Ja, Druck. Machst du schön. Dann kommt das drüber und dann musst du das ziehen, weißt du? Ja, ja, das war sie von der Omi noch. Mhm. So, ich nehme jetzt da wieder her und schau her. Probieren ist super. Nicht, weißt, zu sauer darf auch nicht sein. Ich muss ein bisschen Essig erwischt, gell? The years roll past outdoor and we heard from them no more. Till I saw Willie downtown the other day. I said, y'all stop by tonight. Now we can sit down and eat a bite. We'd love to see your children's and Laura Mae. He shook his head real slow and spoke with his eyes so kind. This is another place and another time. Meisterwerk. Sieht doch super aus, oder? Sag mal, ist das nicht der Hammer? Haben wir ganz gut gemacht. So rein vom Profil her, bist du ein richtiger Rapper. Also, du schaust schon aus wie der Vater. Also, das muss man schon sagen. Ja, ist lustig, nicht wenn so. Du Bilder siehst oder Filme siehst, als der Papi so in meinem Alter war oder jünger war. Da ist wirklich immense Ähnlichkeit. Heutzutage. Nicht mehr ganz so ähnlich wahrscheinlich. Nicht ganz so ähnlich. Liegt am Alter dann auch ein bisschen, oder? Aber das ist ja wurscht. Aber scharf ist schon, das sag ich dir. Boah. Hab ich's jetzt zu scharf gemacht? Du hast schon viel Chili nicht gehabt, das ist ja schon. Ich find's perfekt. Mahlzeit. Auf uns. Auf uns. Danke dir. Der hat doch richtig gut ausgeschaut, der Fisch. Also wenn Sie ihn nachmachen möchten, das Rezept finden Sie natürlich wie gewohnt auf unserer Bayern-Text-Seite 504 oder auf unserer Homepage im Internet.